Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quicktip. Heute wollen wir uns eine häufig gestellte Frage aus dem Drehbereich anschauen. So, schauen wir mal an. Ich habe hier schon ein Drehteil geöffnet, auch in einer Aufspannung drin in meiner DMG CTX-Maschine. Das Szenario schaut wie folgt aus. Wir haben hier ein Drehteil, wie gesagt. Es wird einmal überplant mit einer Drehoperation. Es wird einmal geschrubbt, einmal eine Centerline-Bohrung reingesetzt, einmal nochmal den Hinterschnitt hier schrubben. Es wird außen geschlichtet und im Anschluss nochmal innen geschlichtet. Tja, und wie wir sehen, hat dieses Werkstück nun auch nochmal ein paar Fräsoperationen oder besser gesagt Fräsgeometrien auf der Mantelfläche drauf. Bedeutet, die sollten einmal abgeflacht werden und im Anschluss auch nochmal gebohrt und gesenkt werden. Gut, durch das Fräsen als auch Bohren entsteht nun aber jetzt auf der Mantelfläche ein kleiner Grat und dieser Grat muss nun nochmal abgedreht werden. Wenn wir hier eine normale Operation uns hernehmen möchten, ich habe jetzt mal eine schon mal vorbereitet, werden wir Folgendes erleben. Ich drehe mal ein bisschen so her. Genau. Ich gehe mit einem Doppelklick in die Operation rein. Und wie so oft, wir haben hier einmal unsere Werkzeugorientierung definiert. Wir haben hier unsere Trimbereiche definiert von Trimpunkt 1 zu Trimpunkt 2. Und ich möchte jetzt eben im Endeffekt hier einmal mit dem Drehstahl leer drüber fahren. Wenn ich nun aber die Operation erzeuge, kriege ich eine Meldung und der heißt Bearbeitungsbereich nicht gefunden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das komplette Drehteil ja bereits in den vorhergegangenen Operationen fertig bearbeitet wurde. Nun, wie kriegen wir es also hin, dass hier dennoch ein Leerspan überfahren wird? Ich lösche die alte Operation mal hier heraus und zeige Ihnen eine Möglichkeit hierfür. Dafür gehe ich mit einem Rechtsklick auf meine Avoidance, sage Einfügen, Operation. Als Typ wähle ich aus Turning und als Operationsuntertyp wähle ich aus den Lernmodus oder zu Englisch auch den Teach Mode. Ich wähle aus, wohin die Operation kommen soll, mit welchem Werkzeug ich sie machen möchte und in welche Geometrie hier ausgewählt werden soll. Einmal mit OK bestätigt, sehen wir nun folgenden Dialog. Hier machen wir zunächst Grundeinstellungen, wie zum Beispiel die Werkzeugachse. Diese sollte ich auf jeden Fall auch nochmal einstellen. Und zwar hier mit dem Werkzeug bitte um 90 Grad herum geschwenkt. Und ich möchte auch, dass der Kontrollpunkt mit dem Halter gedreht wird. Jetzt gehen wir zurück auf Haupt. Und hier nun haben wir die Möglichkeit, in diesen Unteroperationen zu definieren, wie das Werkzeug verfahren soll. Hierfür fügen wir nun neue Unteroperationen hinzu, durch einen Klick auf dieses Icon hier. In dem folgenden Dialog können wir nun auswählen, wie erstens angefahren werden soll. Im Bogen automatisch, einmal auf Anwenden geklickt, haben wir das Anfahren schon mal erledigt. Als nächstes wähle ich aus, wie die Rückzugseinstellung sein soll, auch im Bogen und automatisch. Einmal auf Anwenden haben wir das Abfahren auch schon definiert. Jetzt wähle ich aus, wie die Profilverschiebung ausschauen soll. Als Verfahrgeometrie wähle ich nicht entweder die vorherige Verfahrkurve aus, sondern eine neue Verfahrkurve. Und in diesem Unterdialog sozusagen kann ich nun die Linien meines Werkstückes auswählen, die abgefahren werden sollen. Ich blende mal meinen 3D-Teil aus, sodass ich nur noch den 2D-Schnitt habe. Und hier heißt es nun, bitte die Skizze auswählen. Der Begrenzungstyp ist offen, die Werkzeugseite soll rechts sein und ich wähle nun aus, wo ich hier entlangfahren möchte. Und das sind genau diese drei Kanten meines Drehteiles. Einmal auf OK bestätigt, nochmals mit OK bestätigt, sehen wir auch schon, dass hier eine Verfahrung stattfindet. Wir sehen auch, dass hier wohl eine kleine Kollision stattfinden wird mit dem Abzugsweg bzw. mit dem Rückzugsweg des Werkzeuges. Ich blende jetzt noch mal kurz das Drehteil ein, dann sehen wir das ein bisschen besser. Wenn ich einmal auf Wiedergabe klicke, sehen wir auch schon, wie er mir die Linie abfährt und komplett mir noch mal durchs Teil auf meinen Rückzugspunkt fährt. Wie schaffe ich es nun, dass das Werkzeug nicht mehr durchs Teil durchfährt, sondern erstens radial abfährt und dann noch mal axial? Hierfür gehen wir auf unsere Freifahrbewegungen und sagen bei den Freifahrbewegungen wiederum. Der Rückzug soll nicht axial radial erfolgen, sondern zuerst radial axial. Ich bestätige mit OK.
Ich erzeuge die Operation erneut und nun sehen wir, wie das Werkzeug hier richtig schön einmal leer drüber fährt und auch wieder den Rückzug kollisionsfrei abfährt. Ich bestätige jetzt mit OK. Jetzt haben wir eine neue Operation erschaffen, die da heißt Teach Mode. Ich werde mir die Drehzahlen und Vorschub von einer vorhergegangenen Operation holen, indem ich einfach auf Objekt Vorschübe klicke, mit OK bestätige und schon sehen wir, dass die Operation dieselben Werte erhalten hat. Einmal neu erzeugen und jetzt sind wir good to go. Ein Blick nochmal in die Programmreihenfolge und da sehen wir jetzt auch schon die ganzen Drehoperationen, Fräsoperationen von vorher, also auch die Bohroperationen. Und zum Schluss nochmal unseren Teach Mode, das Leerüberfahren der Geometrie. Ich werde die jetzt noch umbenennen, sagen wir Leerüberfahren. Und jetzt sind wir schon wieder good to go, dass wir hier die Simulation anstarten können. Zur Info, auf der Gegenspindel habe ich noch die Rückseitenbearbeitung auch schon mitprogrammiert. Ich gehe auf Programm, auf Maschine simulieren. Der Postprozessor hat mir nun nebenbei einfach mal im Hintergrund den kompletten NC-Text für das komplette Programm bereits hergeschrieben. Und ich kann jetzt die Simulation mit einem Knopf, mit einem Klick auf Wiedergabe einfach starten. Zunächst einmal die Planbearbeitung der Hauptspindel, Außenschuppen der Hauptspindel. Da können wir jetzt noch ein bisschen Gas geben. Im Anschluss Planbearbeitung auf der Gegenspindel. Einmal Bohren auf der Hauptspindel, Außenschuppen der Hinterschnitt, Schlichten, das erste Schlichten des Teiles auf der Hauptspindel und auf der Gegenspindel, Innenbearbeitung auf der Hauptspindel, die Fräsoperation auf der Hauptspindel, die hier die ganzen Ausschnitte noch mit reinmacht, pro Aussparung zwei Schnitte, einmal Schuppen, einmal Schlichten. Dann, wie gesagt, die ganzen Bohrungen inklusive Gewinde in meinem Fall. Flachsenkungen auf der Gegenspindel. Bohrbearbeitung auf der Gegenspindel. Und zum Abschluss unser Leerüberlauf auf der Hauptspindel nochmal, um eben den ganzen Grat an den Aussparungen wegzubekommen. Gut, Programm ist jetzt soweit durchgelaufen. Durch ein M0 im NC-Text sehe ich, dass das Programm noch nicht auf M30 gelandet ist. Soll heißen, wenn ich jetzt nochmal auf die Wiedergabe klicke, kommt erst noch das Abgreifen des Werkstückes von der Hauptspindel. Das sollte es für heute gewesen sein. Ich hoffe, der Leerüberfahr-Move gefällt Ihnen und wird Ihnen den Alltag ein bisschen bereichern. Falls Sie auch eine Frage haben sollten, die Sie schon immer mal wissen wollten, dann fragen Sie uns ruhig in den Kommentaren oder per E-Mail bei uns an. Ansonsten freuen wir uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.